Hallo, ich bin der German. Ich bin hier in Deutschland unterwegs. Ja, die Damen, kommt mal her hier. Ich habe gehört, im Osten sind die schönsten Frauen. Das stimmt, wie ich sehe. Wieso? Naja, also ich finde, jeder Mensch ist kostbar und wunderbar. Ihr seid hübsche Frauen, wir sind geile Kerle und das brauchen wir einfach in Deutschland. Mehr Selbstbewusstsein. Nicht zu arrogant, wie sie vielleicht woanders in der Republik sind. Nicht zu. Wir sind überhaupt nicht arrogant. Naja, die Dresdner sind auch manchmal ein bisschen von nicht überzeugt, oder? Wir sind überhaupt nicht von uns überzeugt. Wir sind ganz bodenständige Leute, bei uns sind alle gleichwertig, egal ob dick, dünn, hübsch, hässlich. Bei uns gibt es keine hässlichen Leute, wir sind alle schön. Wahre Schönheit kommt von innen, oder? Wie kann man das abschaffen oder wie schafft man das, dass man in der Liga akzeptiert wird, vielleicht auch ohne Randale? Es ist ja nicht nur, wie man sagt, Dynamo. Ja, das sind ja auch immer anscheinend Klischees. Das sind ja auch andere Vereine. Aber warum wird ein Dynamo am meisten bestraft? Tja, weil wir im Osten sind. Das wird sein. Und das ist... Also und das ist das Argument auch vom DFB, oder? Ja, einer der Gründe. Das sagen wir zumindest. Das sagen wir, aber das muss man irgendwie auch widerlegen können, weil das ist eine ganz schön krasse Anschuldigung und Behauptung. Nicht nur gegen Dynamo, das ist immer so, meistens sagen wir immer, dass die Ostvereine immer am größten dran sind und so ist es halt auch. Das Problem ist, in den ganzen Westvereinen, da sitzen in den Aufsichtsräten die ganzen Leute drin, die alle auch in den Redaktionen meinetwegen auch mitfuschen können für die Tageszeitung und deswegen kann da auch niemand... Das ist das Problem, weil wenn bei Schalke gegen Dortmund was passiert, da passiert genauso viel wie bei Dynamo gegen Dortmund oder viel, viel mehr. Und davon redet keine Sau, aber wenn bei Dynamo gegen Dortmund mal 20 Festnahmen sind oder so, da redet die ganze Republik davon. Und letztens auch wieder im Fernsehen, da hat jemand gezündet, Kaiserslautern und sonst wo, da war das schön und Stimmung. Aber wo Dynamo in Kaiserslautern gezündet hat, da haben sie einen Block rangezoomt und gesagt, das sind gewaltbereite Hooligans, das sind Krawalle, Randalierer, Randalemacher. Aber jetzt brauchen wir ja mal eine Lösung. Ja? Das ist jetzt, das wissen wir, die Tatsache, dass sie anscheinend was gegen die Ostdeutschen haben. Das Problem ist jetzt aber, wie löst man das Problem? Wie überzeugt man den DFB, dass wir nicht anders sind? Weil wir sind ein Volk, ja? Wir sind Deutschland. Und das ist also Diskriminierung gegenüber allen Ostdeutschen, oder? Ja, klar. Ja, aber ist dann Gewalt eine Lösung oder wie kriegt man das anders hin, um die zu überzeugen? Also wir sind garantiert nicht diejenigen, die sich gewalttätig dafür einsetzen wollen oder nicht einsetzen wollen, dass die Ostvereine, sagen wir mal, benachteiligt werden. Das ist ja totaler Schwachsinn. Also, sag mal, so intelligent sollten wir schon sein, dass wir wissen, dass wir gegen Gewalt ist nie eine Lösung. Und egal, was die Gewalt ausging, man kann nie sagen, wenn jetzt, sagen wir mal, berichtet wird in Kaiserslautern, randalieren Dynamo-Fans, die zerstören Busse. Das weiß doch niemand, ob das Dynamo-Fans sind. Selbst unser Geschäftsführer, der sagt, das ist mir nie bekannt, dass das Dynamo-Fans sind. Das sind Leute, die sich vielleicht einen Schal ummachen. Die gibt es überall zu kaufen und nicht immer die Leute hatten nicht mal Schals um. Das sind irgendwelche vermummte Gestalten, die Plattformen suchen und dann die Vereine vielleicht kaputt machen wollen. Sei es bei Rostock, bei Dresden. Bemerkbar machen wollen durch Gewaltaktivitäten und sagen, ja, wir können das, wir sind stark. Legt euch nicht mit dem Verein an, der Weile sind die vielleicht gar nicht. Servus! Was macht erfolgreichen Fußball aus? Gute deutsche bayerische Mannschaft. Gut, flach halten, hoch gewinnen. Ja. Macht erfolgreicher Fußball. Aber hat Bayern wirklich eine bayerische Mannschaft? Ich meine, Javi Martinez ist, glaube ich, Spanier oder so. Ein Robben Holländer. Scheißegal, die sind alle schon Eibürger in München. Und warum spielen denn beim FC Bayern? Weil wir sie wollen, weil wir sie kriegen, weil wir sie hin. Was ist, wenn wir weniger Geld hätten? Würden die dann zu uns kommen? Selbstverständlich mit dem Klima, mit dem Panorama in München. Wunderbar, vielen Dank, viel Spaß beim Spiel. Warum findest du Fußball in Dresden so geil? Erzähl uns das mal. Einfach nur Hammer, geiles Alter, Dynamo. Ja, aber warum? Ist einfach so. Spielen die den schönsten Fußball? Haben die das geilste Stadion? Haben die schönsten Mädels? Stadion, geilsten Kerle. Und die geilsten Weiber, oder? Und geilsten Spieler. Was macht erfolgreichen Fußball aus? FC Bayern. Ja, FC Bayern, aber warum sind die so gut? Weil die beste Mannschaft haben von ganz Europa. Okay, und warum sind die alle bei Bayern? Ja, weil wir das meiste Geld haben, wir können nicht zahlen. Weil es keinen besseren Verein gibt in München. Ja, und woran könnte das liegen, dass Dynamo jetzt, sag ich mal, nicht so erfolgreich Fußball spielt? Keine Ahnung, ist mein allererstes Spiel. Und dann gleich Dynamo, da hast du genau das richtige Spiel ausgesucht. Naja, ich denke einfach, dass es vielleicht schwierig ist. Es hängt wahrscheinlich vom Verein, irgendwie mit dem Verein auch zusammen. Also wir haben halt immer auch ganz viele finanzielle Probleme. Es ist jeden Tag, jede Saison relativ schwierig, neue Leute an Land zu ziehen. Die Mannschaft funktioniert halt dieses Jahr nicht so gut wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat es echt gut geklappt, dass man einfach kurzfristig noch Leute transferiert hat. Dieses Jahr klappt es halt nicht. Ich hoffe mal, die reisen jetzt nach Rom und holen noch 6 Punkte und dann passt das. Also die Stimmung im Stadion, finde ich, ist super und die ist, glaube ich, auch nur förderlich für die Sponsoren. Ich denke, das kommt auch bei denen an.
was außerhalb des Stadions passiert, was man hört, ist ja auch in den letzten Wochen eigentlich wieder ruhig gewesen. Davor war es ein bisschen kritischer, bin ich auch kein Freund von, aber im Stadion, das kann nur und muss so weitergehen, immer. Und das wird auch immer bei Sponsoren ankommen, da bin ich mir ganz sicher. Und daran soll es auf jeden Fall nicht scheitern.